Einmal die Herdplatte vergessen und schon ist es passiert. Wer nun versucht, das brennende Fett mit Wasser zu löschen, hat ein echtes Problem. Eine Fettexplosion. Doch ein brandenburgischer Entwickler behauptet nun, kein Problem. Mein Wasserlöscher kann brennendes Fett löschen. Und zwar umweltfreundlich und ohne Chemie. Nur mit Wasser. Unser Moderator Arne Vogts ist gespannt. Herr Schillox, schönen guten Tag. Hallo, Herr Vogt. Hallo. Sieht man eigentlich gleich, das müsste dann Ihre Erfindung bzw. Entwicklung sein, ja? Das ist mein Feuerlöscher, jawohl. Okay. Ist inwiefern ein anderer Feuerlöscher als andere? Weil er sieht aus wieder ein normaler Feuerlöscher. Und den Unterschied können Sie am besten sehen, wenn Sie es mal probieren. Das ist eine Seenotrettungsfackel. Okay. Die ist so gebaut, dass sie im Wasser nicht verlöscht. Da haben Sie Wasser, bitte. Arne will es ausprobieren. Kann man eine Seenotfackel tatsächlich nicht löschen? Jetzt halte ich es mal ins Wasser rein. Knapp 2000 Grad Celsius ist die Flamme heiß. Das Metall, das dem Brennstoff beigemischt ist, entscheidet über die Farbe des Lichtes. Im Wasser brennt die Fackel weiter. Also wir haben es gesehen, mit normalem Wasser geht es nicht. Sie sagen, mit Ihrem Wassernebel funktioniert es. Wir löschen jetzt Ihre Fackel und befreien Sie aus der Not. Der Wassernebel hat mit der Flamme zu kämpfen. Aber schafft es tatsächlich. Ich glaube. Erstaunlich. Beim Kontakt mit der Flamme verdampft der Nebel und entzieht so der Flamme sämtlichen Sauerstoff. Sie erlischt. Doch wie gut funktioniert der sogenannte Wassernebellöscher im Alltag? So, wir helfen jetzt natürlich mal so ein bisschen nach. Normalerweise ist es die Kerze. Sie brauchen übrigens auch keine Angst um Ihren Rechner haben. Ja. Weil der Wassernebel dringt nicht in die elektronischen Geräte ein. Stimmt das wirklich? Jo, der Baum brennt lichterloh. Ich lösche jetzt mal mit dem Feuerlöscher. Das Wasser enthält keinerlei chemische Zusätze. Dank einer speziellen Düse versprüht der Feuerlöscher ultrafeinen Nebel. Im Gegensatz zu Schaumlöschern hinterlässt dieser keine irreparablen Schäden an der Einrichtung. Das Wasser verdampft größtenteils. Möbel und Computer bleiben verschont. Also Weihnachtsbaum gelöscht innerhalb sehr kurzer Zeit, muss man auch mal sagen. Und die Geräte funktionieren auch noch, wie ich sehe. Das ist eben der entscheidende Vorteil des Wassernebels als Löschmittel. Denn andere Löschmittel sind nicht so effektiv am Weihnachtsbaum und richten allerdings dafür bei anderen Geräten entsprechend größere Schäden durch das Löschmittel an. Der Clou des Feuerlöschers ist also der erzeugte Wassernebel. Aber wie bekommt der Entwickler den so fein? Das ganze Geheimnis ist in diesem Bauteil verborgen. Bei uns im Haus heißt es Pulsator. Ja. Und dieses Bauteil sorgt dafür, dass das Wasser nicht als Wasserstrahl in die Düse kommt, sondern als einzelne Tropfen. Mikrofeiner Nebel. Ist der auch eine Waffe gegen einen Fettbrand? Eine der häufigsten Ursachen für Brände in den eigenen vier Wänden, zu heißes Fett. Also wenn man es zu lang auf dem Herd lässt, ab 380 Grad entzündet sich Fett dann einfach von selber und der Topf brennt. Genau, das ist aber noch nicht so ganz schlimm. Schlimm wird es erst, wenn ich in einem ersten Reflex vielleicht Wasser nehme und versuche, den Brand zu löschen, denn dann erzeuge ich eine Fettexplosion. Mit Pyrotechniker und Feuerwehrmann Andreas Tügel bauen wir eine Vorrichtung, mit der wir Wasser in das heiße Fett gießen können. Ferngesteuert. Im Raum wäre das lebensgefährlich. Nach wenigen Minuten entzündet sich das Fett. 3, 2, 1. Der Pyrotechniker lässt etwa 1 Liter Wasser in den Topf laufen. Das Ergebnis verheerend. Haben Sie das erwartet? Beeindruckend. Ganz furchtbar. Das Wasser dringt in das heiße Fett und verdampft dann explosionsartig. Aus 1 Liter Wasser entstehen innerhalb von Sekundenbruchteilen 1700 Liter Wasserdampf. Diese Explosion zerkleinert die Fetttröpfchen und verteilt sie auf eine viel größere Fläche. Jedes brennende Fetttröpfchen bekommt mehr Sauerstoff und kann schneller verbrennen.
Dadurch kommt es zur gefürchteten Fettexplosion. Ja, Herr Schillock, zugegebenermaßen, es ist nicht mehr die schönste Küche, okay, aber wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und zwar mit Ihrem Feuerlöscher. Ich lege nochmal Fett rein. Wir erhitzen das Ganze. Zur Erinnerung, der Feuerlöscher ist mit Wasser gefüllt. Wichtig ist jetzt, dass Sie beim Löschvorgang den Sprühstrahl erst einmal über den Topf halten und dann erst rein und durch das Feuer löschen. Und jetzt den Topf ein wenig kühlen, um eine Rückzündung zu verhindern. Aber es ist schon aus. Es ging ja sehr schnell aus. Ja. Die Wassertropfen werden so fein zerstäubt, dass sie nicht in das Fett sinken. Sie verdampfen beim Kontakt mit dem Feuer. Der Sauerstoff am Brandherd wird dadurch verdrängt. Das Feuer erstickt. Wir haben einen neuen Feuerlöscher, der nahezu alles löscht. Und im Endeffekt ist er, weil er kein Kohlendioxid, kein Schaum und kein Pulver verwendet, sogar auch noch umweltfreundlich. Und das insgesamt als Erfindung finde ich schon ziemlich genial. Kleiner Haken, der Preis. Mit etwa 170 Euro schlägt der Wassernebellöscher zu Buche. Konventionelle Feuerlöscher sind schon deutlich günstiger zu haben.